Es gibt so Sachen, die muss man da einfach loswerden. Dann losgrantelt und alle, ja, geil, das ist gut. Den Harry geh über die Isar reißen. Weil das Schwierige war ja eigentlich, was machst du mit so einem Übernachterfolg? Harry, Harry, das ist so geil, dass ich dich treffe. Ich sag's dir. Gipfeltreffen, heute mit Harry G., legendärer YouTuber, Comedian und ich glaube Bayerns giftigster Grantler. Wobei, gibt's irgendwas, über das du nicht granteln darfst? Ja, es gibt schon Themen, die lasse ich aus. Also, aber zum Beispiel, deine Mama ist ja nicht heilig, weil da. Nein, meine Mama kriegt's ab, aber meine Mama, die kann auch einfach, also der ist zum Beispiel so, die kann mit dem Handy überhaupt nicht umgehen. Ich meine, das geht wahrscheinlich viele Zuschauer jetzt genauso, dass sie sagen, ja, das fällt mir auch schwer. Aber es sind halt einfach, es gibt so Sachen, die muss man da einfach loswerden. Da muss meine Mama durch. Meine Mama ist der beste Mensch auf der ganzen Welt. Also ich war nicht grantig. Nein, über dich überhaupt nicht. Und was ist Tabu? Was gibt es keine Scherze? Es gibt verschiedene Scherze, die lasst man einfach weg, die zu weit unter die Gürtellinie gehen. Okay. Übrigens, zum Gipfeltreffen ist mir eingefallen, passt das ganz gut. Harry, geh. Ja. Oder? Komm jetzt, ein super Joke. Gell? Es ist, ich verneige mich. Aber nicht da, das ist ein Drehklager. So, bitte, Vorsicht, pass auf. Kein Letten neigestehen. Es war der Versuch, auf deinen richtigen Namen zu kommen. Ja. Weil du eigentlich bist du ja Markus, ein Markus genau. Stoll. Genau, also ich heiße eigentlich Markus Stoll und der Name Harry G., der ist irgendwie so entstanden. Ich habe ja damals die YouTube-Videos gemacht und irgendwie habe ich einen Namen gebraucht für das Ganze. Ja. Dann ist mir irgendwie der Name von einem Spätzl von meinem Vater eingefallen und der hat Harald Gmeinwieser geheißen und das war unglaublich, wie soll ich sagen, ein grantiger, dominanter Typ, so ein richtiger bayerischer Grantler. Und dann habe ich mir gedacht, das passt ja wunderbar. Das kürze ich einfach ab, dass er es nicht checkt. Der hat das übrigens bis heute nicht checkt, dass er gemeint ist. Ja. Nein, mittlerweile ist er gestorben. Also. Ach so. Hat's nie checkt. Entschuldige, ja, dann hat das nie checkt. Macht nix. Aber jetzt, wie mir da gingen, ist da lieber, ich rede mit Markus so wahrscheinlich, oder? Du sagst Markus, ja, auf jeden Fall. Das ist, es kommt mir, wie soll ich sagen, es kommt mir natürlich hervor, wenn du das sagst. Dann habe ich nicht das dauernd das Gefühl, wer ist denn der Harry, wie meinst du das? Wenn ich zum Beispiel über die Wiesen gehe, dann schreien alle Harry, Harry, Harry. Am Anfang habe ich Probleme gehabt, dass ich überhaupt checkt, dass die mich meinen. Und ja, mittlerweile ist es aber schon so ein Spitzname geworden, den ich einfach voll, wie soll ich sagen, in mir habe und akzeptiert habe. Also wenn jetzt Leute am anderen Harry schreien, dann bin ich automatisch um. Du bist auch dabei. Ja. 2013 war das, die Geschichte mit der Wiesn, mit diesem legendären Wiesn-YouTube-Sketch da oder dieser Verarschung von den Leuten. Genau, ich habe angefangen mit einem Video, das hat geheißen Harry G. über die Isar reißen. Und da ist genau um die Münchner Urlauber oder Tagestouristen da, Tegernsee-Schliersee-Region gegangen. Ja. Und das ist sehr gut angekommen, das Video, und hat sich schnell verbreitet im Internet. Mhm. Und ja, und dann war die Wiesn irgendwie die logische Konsequenz, dass man jetzt über die Wiesn redet. Und das hat dann vollkommen durchgesetzt. Genau, und das war über Millionen Klicks mittlerweile, gell? Oder noch mehr? Ja, es hat eigentlich noch mehr, weil es auch auf verschiedene Kanäle gespielt worden ist. Also das war ein Riesending. Das hat mich auch total überwältigt, ganz ehrlich gesagt. Da war es wirklich so, ich habe das gemacht, ins Internet gestellt, bin so durch den Tag gegangen, hab mich ins Bett gelegt und plötzlich am nächsten Tag bin ich auf die Straße gegangen. Und war's berühmt. Und Leute haben gesagt, du bist der Harry G. Ja, brutal. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Und es war wirklich jeden Tag wie ein Traum, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann nicht sein. Nächsten Tag wache ich auf und das ist weg. Das gibt's nicht. Unfassbar. Du, weil du sagst, die Isarpreisen und den Schliersee, wir gingen ein Ortal weiter. Da drüben ist das Schliersee Tal. Das kennst du gut. Da hast du deine Kindheit zum Teil verbracht, gell? Ja. Deine Mama ist daher. Nein, mein Opa, der ist aus St. Quirin am Tegernsee. Und meine Mama, die hat dann in Hausheim gelernt und so weiter. Okay. Und wie soll ich sagen? Ich bin ja in Rengsburg geboren. Ja. Da bin ich auf die Schule gegangen und so. Genau. Und jedes Wochenende waren wir eigentlich am Schliersee drin. Und natürlich jeden Weg irgendwann kennt, vom Schliersee bis auf den Spitzingsee hinauf, oben an Sattel und obere Fürstalm, das waren meine Wege. Da war ich früher mit dem Papa unterwegs und dann das ist mit da hinten drin, gell? Genau. Fürstalm, der Spitze. Und was ich auch ganz oft gehe, das ist jetzt da links daneben, das ist Jägerkamp und Alpelspitz. Hätte man im Hochsommer gehen müssen. Ja, also die ist wahrscheinlich nur die nächsten zwei Monate einfach komplett verschneit. Das heißt aber, dass du viel in die Berge unterwegs bist, nach wie vor? Total viel, ja. Also ich gehe, das ist ja mein Ausgleich. Ich liebe die Berge und mir kannst das Meer vor die Nasen setzen. Und wenn ich dann oft irgendwie in Urlaub fahre, muss am Meer liegen, da kann ich beim. Also wenn ich den ganzen Tag auf der Liege liege und ehrlich, nur oder? Das flache Wasser und dann also schnorcheln und den ganzen Schmarrn, da kannst du mich jagen damit. Also für den, der es mag, ist das Hexte, aber für mich ist das einfach, nein, ich brauche einen Sport, ich brauche einen Berg. Und das aber ich
stell mir vor, so wie du ausschaust, auch sportlich Berge. Also Schnelllauf, laufst du auch? Laufst du, kletterst du? Nein, klettern tue ich überhaupt nicht. Ich darf es jetzt einen Berglauf nennen, aber ich gehe zügig rauf und noch schneller runter. Ich bin gespannt, ob ich das heute mithalte. Okay. Das schaffen wir schon. Und Ringsburg, was macht man da als Kind? Ja, in der Donau spielen wahrscheinlich. Wir haben direkt unten am Fluss gewohnt. Ich habe mich teilweise mit dem Schlauchboot, bin mit dem Radl wohnen aufgefahren und habe mich dann mit dem Schlauchboot wieder runtertreiben lassen. Ah, ja, so war das. Also, deine Eltern haben dir das lassen? Also, die haben schon Vertrauen gehabt, dass du das machst? Ja, da war ich schon älter. Da warst du schon älter. Ich habe es ihnen auch nicht gesagt. Also, ich glaube, wenn dein Bub sagt, du pass auf, ich gehe mit dem Schlauchboot schnell und lass mich da runtertreiben, dann macht jede Mutter drei Kreuz. Aber was ist überbesorgte Mama? Meine Mama war schon besorgt, aber sie hat mich schon erziehen lassen. Weil wir sind halt früher hinausgegangen und wenn einer mal, was weiß ich, wenn er mal eine Stunde später heimgekommen ist, dann hat es halt einen Anschiss gegeben. Aber in München ist das natürlich gleich ein Drama. Ja? Also, das ist, ja, hat auch mit den Medien zu tun. Heute sind ja alle Kinder praktisch erreichbar und überwachbar. Ja, aber ist ja eigentlich einfacher. Dann kann er ja ruhig hinausgehen. Ja, stimmt. Dann kann ich ihn anrufen und kann sagen, wo bleibst du, Grippe? Und dann sagt er, ja. Aber es schaut um die Freiheit eigentlich. Weil du warst weg. Leck, du warst schon, weg und dann bist du irgendwann gekommen wieder. Ja, eben. Ich meine, du hast ja gewusst, du weißt, wie es früher war. Du hast gewusst, um 6 Uhr gibt es Essen. Ja. Und dann hast du, hat keiner leiten müssen, blären oder irgendwas. Die haben dich nicht zuhören müssen. Du warst um 6 Uhr daheim oder nicht. Und bei oder nicht hat es einen Anschiss gegeben. Weißt du, ich stehe auch gern im Rampenlicht. Erster Kuss? Das war, glaube ich, war das mit, ich glaube, mit 14 einmal busselt. Und warst du als Einzelkind eigentlich dann ein Einzelgänger oder hast du viel Spätzle gehabt? Nein, überhaupt nicht. Also Einzelgänger war ich nie. Ich habe immer wahnsinnig viel Spätzle gehabt. Ich habe auch heute noch wahnsinnig viel Spätzle in einem großen Freundeskreis. Ja. Und das hat für mich nichts Schöneres gegeben, als mit Freunden unterwegs zu sein. Das ist auch heute noch so. Schaffst du das jetzt noch mit deiner Karriere? Oder wird die Zeit knapp dann langsam für solche Sachen? Also die Zeit wird wahnsinnig knapp. Das Schöne ist natürlich, jeder kann immer, wenn ich irgendwo auftritt, wieder dazukommen. Die wissen, wo du bist, die können kommen. Genau. Die wissen, wo ich bin, die wissen, wo ich auftritt. Und dann können die halt immer wieder vorbeischauen und so. Aber wir machen so auch noch viel. Also. Ja. Warst du ein guter Schüler? Warst du? Ja. also ich war ein schlauer Schüler, aber kein guter. Weil ich habe genau gewusst, ich muss auf die Prüfung muss ich jetzt einen Tag lernen, dann reicht's. Auf die Prüfung muss ich jetzt vielleicht eine Woche lernen, dann reicht's. Also ich weiß noch genau, wie mich die Schule angekotzt hat. Ja. Und wie oft bin ich im Gymnasium heimgekommen, das weiß ich noch ganz genau. Und habe zu meiner Mama gesagt, das war's. Ich gehe da nicht mehr hin. Und ja, letztendlich, es ist gut, dass es macht, dass dann so Durchgriffe werden und das heißt, Ruhe, du gehst jetzt da hin. Hassfach? Hassfach war für mich immer, ja, das war sowas wie Chemie und Physik. Das war nicht einmal Mathe. Ja. Mathe habe ich dann irgendwie noch verstanden und so, aber Chemie und Physik, das war einfach was, wo ich gesagt habe, also ich verstehe auch heute nicht, wer sich mit sowas beschäftigt. Also wenn ich Leute sehe, die Physik studieren oder Chemie, also das musst du ja. Das musst du zuhören. Du musst auch mögen. Ja. Ich habe da auch nie was damit anfangen können. Also Chemie war ganz schlimm. Ja, schon, oder? Ich hab das nicht begriffen. Warum überhaupt? Warum zerlegt man die Elemente so? Was soll das? Ja, eben, weil die bringen dir ja einzeln nichts, die Elemente. Aber was willst du denn damit? Wenn du jetzt ein Butterbrot hast, ja. Du zerlegst die Elemente einzeln, bringt dir ja nichts. Also kannst du nicht essen. Kannst du nicht essen. Meistens erbt man ja so eine Ader, wie du die hast. Also diese selbstdarstellerische, humoristische Ader, die erbt man von irgendeinem Elternteil. Ja. Von wem hast das du? Also, Mama oder Papa? Meine Mama hat sehr gern unterhalten. Ich glaube, das ist das, was ich von meiner Mama geerbt habe. Aber das Humoristische, das hat einfach mein Vater gehabt. Ja? Das muss man sagen. Also mein Papa, der war, also ich möchte fast sagen, es war der lustigste Mensch auf der ganzen Welt. Natürlich, weil es mein Papa war. Aber der hat Sachen gemacht, also das weiß ich noch genau, wenn wir auf der Wiesn waren oder auf der Ringsburger Duld, dann ist mein Vater gegangen und hat immer Pfiffer. Und dann haben sie die Leute umgedreht und dann hat sie auch umgedreht und hat immer so gemacht. Und mir war das immer furchtbar unangenehm als Kind. Aber jetzt mittlerweile habe ich längst begriffen, dass das eigentlich lustig war. Und der hat auch immer seinen Schmarrn gemacht. Der hat zum Beispiel immer, wenn jemand angerufen hat, hat er sich einfach falsch gemeldet. Und die Leute haben natürlich das geglaubt und haben wieder aufgelegt. Da hat er immer gesagt, ja, guten Tag, hier spricht, was weiß ich, hier Schmidtbauer. Ne? Ja, grüß Gott, ich werde den Heinrich Stoll gesprochen. Nee, tut mir leid, die sind ausgezogen. Haben sie das nicht mitbekommen? Ja, die wohnen hier nicht mehr. Ne? Und dann hat er aufgelegt. Und der hat das nie aufgelöst. Der hat das durchgezogen? Ja, ja. Und das wissen die Leute heute noch nicht, dass da verarscht worden sind. Aber
Stimmt es da? Ich habe von irgendjemand gehört, dass du mal, wo du hast schon studiert, du hast deinen Dad angerufen, weil es ja irgendwie ja, das war sauer war. Was war das für eine Geschichte? Wir haben, also ich habe in Innsbruck studiert, ja. BWL. Und wenn wir dann so zusammengesessen sind, so ein paar Buben und ich, ja, dann war es dann 2 in der Früh, haben wir was getrunken gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß jemand einen Witz oder irgendwie. Und dann habe ich gesagt, nein, aber mein Papa weiß einen Witz. Dann haben die anderen gesagt, der schlaft doch schon. Habe ich gesagt, das ist doch wurscht, den weckt mir jetzt auf, der soll einen Witz verzeihen, weil dafür ist er mein Vater. Und dann haben wir ihn angerufen, genau. Und zwar in der Früh, er hebt ab, zieh fix, was ist denn wieder? Und dann habe ich gesagt, Papa, du musst einen Witz erzählen. Aber er hat dann nicht gesagt, nein, und legt mich am Arsch. Und er hat gesagt, ja, gut, aber einen, mehr nicht. Aha. Und hat uns einen Witz erzählt. Und dann hat er gesagt, stark. So, Papa, und jetzt schlafst du weiter. Glaubst du, der Papa war auch gerne auf die Bühne gegangen eigentlich? Eigentlich war mein Papa. Sein Traum gewesen? Ja, doch. Also ich glaube, mein Papa war wahnsinnig gerne auf die Bühne gegangen. Der hat einfach bloß, glaube ich, nicht gewusst, wie. Mein Papa hat zum Beispiel immer bei Geburtstage so Ludwig-Thomas-Stücke nachgespielt oder irgendwie sowas. Und das, da hat er halt so Aufführungen gemacht. Und ich glaube, insgeheim hätte er das schon gern gemacht, aber nicht gewusst, wie. Aber du, mein Papa ist vor einem Jahr gestorben und ich bin einfach... Und ich bin einfach wahnsinnig froh, dass ich das Erbe irgendwie jetzt halt, ja, weitergebracht habe. Vielleicht lacht er. Schaut irgendwo zu und lacht. Ja, vielleicht habe ich seinen Traum einfach jetzt halt verwirklicht, bin auf der Bühne und kann Leute unterhalten. Wenn ich auf dem Gipfel oben sitze und runterschaue, dann denkst du, wie klar ist eigentlich die Welt. Ich meine, ein Smoothie, was ist ein Smoothie? Ein Smoothie ist im Grunde genommen nichts anderes als ein pürierter Salat. Der Vater ist vor einem Jahr gestorben. Ja, genau, ungefähr. Wie alt war der da? Der war 74 Jahre alt. 74 Jahre. Leider zu früh, aber es war zu dem Zeitpunkt besser so. Und so habe ich das auch verarbeitet. Aber für mich ist das einfach natürlich ein Stück, wie soll ich sagen, da ist ein Stück von mir, fehlt jetzt halt einfach dem Trauer ja wahnsinnig hinterher, weil ich manchmal gerne noch irgendwie was zu einem sagen darf. Aber so ist das wahrscheinlich immer, wenn man Menschen verliert. Der war krank, glaube ich, sehr stark die letzten Jahre. Ja, genau. Mein Papa, der hat vor 6-7 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Aha. Und da war er eben schon eingeschränkt dementsprechend. Und, wie stark ist der? Ist der im Rollstuhl gefahren? Nein, das nicht. Aber er ist einfach schwer gegangen und so. Und er hat auch irgendwie die Lust am Leben ein bisschen verloren, weil er halt so eingeschränkt war. Und es ist auch irgendwie eine Erlösung gewesen, sowohl für ihn als auch für die Familie. Besonders auch für meine Mama, die natürlich immer um ihn rum war. Und im Endeffekt ist das fast einfacher jetzt, fast jetzt erlöster. Aber die Trauer ist schon noch da nach mir. Ja, total. Also ich meine, ich denke oft, ich denke jeden Tag an meinen Vater. Aber auf der anderen Seite muss man sich immer vor Augen führen. Das ist ja bei jeder Familie gleich, wenn es so sein soll und wirklich besser so für ihn und für alle Beteiligten ist, dann muss man das auch in die Trauer und in die Verarbeitung mit aufnehmen. Weil klar, weil es dann gescheiter ist. Immer nur sagen, warum das. Da muss man schon wissen, wie die Umstände waren. Aber er hat schon noch mitgekriegt, dass sein Sohn plötzlich diesen Erfolg hat und dass er plötzlich da draußen ist und dass plötzlich was weitergeht. Das war wirklich das, was mich glücklich gemacht hat, weil diese 2 Jahre vor Harry G., die waren für mich extrem hart, weil ich wirklich vom letzten Euro gelebt habe und natürlich immer irgendwo Unterstützung gehabt habe und immer nur durch andere Jobs versucht habe, meine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Und das hat natürlich mein Vater auch irgendwie mitgekriegt und umso schöner war es natürlich, dass er dann wirklich die letzten 3-4 Jahre mitgekriegt hat, was für einen unglaublichen Erfolg mit dem Bühnenprogramm und mit der Tour etc. Er war selber in die Auftritte drin, der war in Rengsburg zum Beispiel im Audimax dabei. Und mein Papa hat auch immer, das ist sehr süß, muss man sagen, der hat immer daheim jeden Zeitungsartikel hat er aufgehoben, ausgeschnitten und hat ihn irgendwo hingelegt. Und immer wenn wer gekommen ist, hat er einfach gesagt, hat das gesehen? Da war er im Ding, Zirkus Krone. Super, und in der also Zeit, stolz. Ja, total. Und was mich auch gefreut hat, der hat die Geburt von meinem Sohn noch mitgekriegt. Von Ferdinand, der ist genau. 2 Jahre ist der geboren. Genau. Hat jetzt Geburtstag gehabt, das 2 waren. Ja, genau. Hat er seinen Enkel noch erlebt. Und er hat einen Enkel noch erlebt. Und das super. Ist eigentlich, mein, was willst du denn mehr? Also nach verschiedenen Durststrecken in meinem Leben hat er einfach erlebt, dass der Bub jetzt halt in Sicherheit dass ist. Dass er sich fängt, dass er Familie hat. Genau, und auch noch eine Familie kriegt. Und meine Hochzeit hat er natürlich auch noch miterlebt. Also,
Du bist, sobald man den Frauen, die ich gesprochen habe vor dieser Sendung, ja, folgen darf, ein sehr gut aussehender Mann. Wie war denn das in der Pubertät? Warst du da auch hübscher oder warst du eher so pickelig? Also, oder? Pickelig wie jetzt, meinst du? Nein, eben nicht. Es war tatsächlich so, dass ich relativ lang ausgeschaut habe wie ein Mädel. Also ich habe so lange Haare gehabt, so einen Topfschnitt. Also das hat man halt früher so gehabt. Und habe dann das Haar so rasiert gehabt an der Seite. Und das war einfach, wie soll ich sagen, ich habe ausgeschaut wie ein Mädel und ich glaube, das hat sich dann irgendwann in so, wie soll ich sagen, als irgendwann wurde ich dann zum Mann und ich glaube, dann habe ich den Frauen besser gefallen. Das ist aber schon klar, das merkst du auf der Bühne, dass du jetzt ein wahnsinniger Womanizer bist. Und deine Frau, der wird das auch auffallen, schätze ich. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach in einem Genre unterwegs, wo es wenige Womanizer-Comedians gibt, ich weiß es nicht. Aber schon so, oder? Also bei Musiker, dann war es wahrscheinlich schwieriger. Da hatten sie sagen, ja, aber der andere ist besser. Okay. Ich weiß es nicht. Bist du eitel? Nein, aber verlegen, wenn du das jetzt merkst. Also, du bist so eine coole Sau auf der Bühne. Und ja, so ein Grantler und so, haust so auf die Kacke. Nein. Aber jetzt wirkst du fast ein bisschen verlegen. Entschuldigung, du hast mich was über Frauen gefragt. Natürlich, da wird jeder Mann schüchtern. Na, aber wir sind immer so groß, aber wenn es um die Frauen geht, sind wir so klar mit Hut, oder? Also, ist es so? In meinem Fall mit Hut. Ja, aber deine Sprüche über Frauen auf der Bühne sind anders. Ja klar, aber da stehe ich auf der Bühne, weißt du, da weiß ich, okay, die sind in der Mehrzahl, jetzt provoziere ich es ein bisschen und wenn es einer taugt, okay, und wenn nicht, dann werden sie schon zurückgeschlagen. Ja, es kommt ja teilweise knüppelhart, über die Frauen zum Beispiel, aber also ich traue es mir oft nicht. Und denke mir, halt, sag mal, muss ich dir da überwinden oder ist das einfach ganz normal, dass du da einen raushaust? Und auch wirklich aggressiv ist es ja teilweise, oder? Schau her, es ist ja ein Tatsachenbericht. Ich habe mal gesagt, Frauen machen Sport halt einfach anders. Ja, wenn ein Mann wirft, zum Beispiel, dann schaut es so aus. Ja, genau. Ja, und dann fliegt der Ball und der Hund rennt. Ja. Und der Hund macht eher schlapp als der Mo. Ja. Und wenn eine Frau wirft, dann ist das halt immer so ein bisschen wie Männer mit links. Ja, also die tänzeln so an und dann so. Ja. Und dann liegt halt der Ball nicht da vorne, sondern da. Aber mei, so ist das halt. Wie sagt Harry G., das Kapier, das ist Kunst. Irgendwie, weil alle Freunde halt nach dem Abitur dann studiert haben, habe ich auch gesagt, ich möchte studieren. Aha. Ja, und was? Und irgendwie war es dann am Ende Wirtschaft, also BWL. BWL-Studium? Klar, ich meine, das ist einfach so, ein Kind kostet ja Geld. Und irgendwie will so ein Vater oder will so eine Familie dann natürlich auch wissen, dass sie das gelohnt hat. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt etwas, was zumindest Zeit bringt und auf der anderen Seite natürlich also Zeit zur Entscheidung bringt und auf der anderen Seite aber schon was Handfestes ist. Und dann habe ich mich halt für dieses schwammige BWL-Studium entschieden, sagen wir es so. Hast dann in Innsbruck studiert? Genau. Wegen den Noten oder weil's da hin wolltest? Nein, also das hat bei mir folgenden Hintergrund gehabt. Ich war immer schon begeisterter und auch wirklich wettbewerbsmäßiger Skifahrer, und zwar Freestyle-Skifahrer, also weißt schon, abseits der Freestyler, Piste. Ja, genau. Und das war bei mir einfach der Grund, warum ich gesagt habe, weißt du was, das möchte ich jetzt einmal im Leben machen, dass ich wirklich nur, dass ich mein Leben ums Skifahren draht, also wirklich jeden Tag. Und dann bin ich nach Innsbruck gegangen, weil das natürlich für jemanden, der aus dem Süden ist, eine der ersten Adressen. Ideen ja, ist. Klar, ja, klar. Und dann bin ich dann untergegangen und das war natürlich dann die schönste Zeit meines Lebens. Also ich habe trotzdem fertig studiert. Es hat sogar gar nicht so lange gedauert. Aber ich habe natürlich wirklich jeden Tag auch Skifahren können. Ja. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich halt ein bisschen Geld verdienen kann. Aber nicht in Österreich, sondern in München. Aha. Und dann habe ich bei einem, bei so einem Finanzhaus, beim Investmentfonds, habe ich dann einen Nebenjob angefangen als Werkstudent und bin dann immer so 3 Tage in der Woche aus Innsbruck nach München gefahren und habe da bei einem Kumpel gepennt. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass ich dann in diesen Bereich so Investmentzeichen so neigewachsen bin. Also wenn ich mir die so, ich kenne die überhaupt nicht gut, aber ich dachte, als erstes nicht tippen, der Typ kommt aus der Finanzbranche oder ist da. Aber ich hätte eine gute Anlage für die. Also gell, ich habe ein bisschen was dabei, kann ich dazu. Ja, aber hast du schon gern gemacht, oder? Ja, schon. Aber es ist eigentlich, ich sag's einmal so, im Ende, ich war da im Controlling und so, das ist ein relativ normaler Job. Da sitzt du bloß im Büro und bist frustriert irgendwann. Und ich bin froh, dass ich die Reißleine gezogen habe. Reißleine hast du das gekündigt? Genau. Aber dann hast du dich selbstständig gemacht? Ich habe mich selbstständig gemacht mit einem Spezl. In welchem Bereich? Das war so, man darf jetzt sagen, Social Media Marketing. Im Grunde genommen haben wir versucht, mit ein paar pfiffige alternative Ideen so
ja, Firmen im Internet zu repräsentieren. Okay. So war das. Hat das funktioniert? Nein, überhaupt nicht. Also das hat auch gar nicht funktioniert. Also das war eine ganz schwierige Zeit, weil ich natürlich von relativ wenig gelebt habe. Ja. Und also jede 10 Euro waren da zu viel. Wenn ich einen Strafzettel gekriegt habe, habe ich mich furchtbar geärgert. Das war richtig knapp mit dem Geld. Das war außen auf der Business. Das war extrem knapp. Ja. Und das war einfach eine Situation, wo ich mir gedacht habe, das geht so nicht mehr weiter. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich mich wieder in den Job zurückbewerben. Das war dann 2013. Ach, du wolltest gesagt, wieder zurück, reumütig sozusagen, ja, in die feste Anstellung. Es bleibt mir nichts anderes über. Ich habe mich sogar bei der gleichen Firma wieder beworben. Und dann? Ja, aber die haben dann gesagt, jetzt momentan schaut es schwierig aus. Und ich habe nur Absagen gekriegt. Dann. Und nur Absagen, Absagen, Absagen. Und dann habe ich Spaß, da das eine Video gemacht, dann das andere. Und plötzlich ist so ein Durchbruch gekommen. Das war die Geburtsstunde des HRG? Ich glaube schon, dass das einfach also diese Grundkrankheit über dem Leben war. Was du aber einen Nebenjob gehabt? Was willst du mit einem Nebenjob, wenn du Anfang, Mitte 30 bist und in einem eigentlich relativ guten Job gearbeitet hast? Und dann, man nennt es heute Silencer, bei einer Bar gearbeitet. Also für die was Leute ist ein nicht, Silencer? Sag ich dir, was ein Silencer ist. Das ist der, der nach dem Rauchergesetz seit einiger Zeit nach diesem Erlass des Rauchergesetzes vor der Bar steht und immer so macht. Warte, ich mach's vor. Mhm. Jetzt seid halt einmal ein bisschen leise. Ein totaler Schmarrn. Du aber warst Silencer in der Bar. Hör also auf. Das klingt natürlich jetzt, das klingt jetzt ein bisschen wie Facility Manager, bloß noch schlimmer. Aber ich war tatsächlich. Na, vor allem du redest ja so gern. Gerade du Silencer, finde ich lustig. Es ist wie wenn Marcel mal so schnell Rednerkurse gibt. Ja, einfach immer pssst. Aber das war mein Text, den habe ich ja beherrscht. Okay. Also wirklich aus dem Hast nicht vergessen. Ja, ich bin nachts aufgewacht teilweise und habe zu mir selber gesagt pssst. Wenn ich jetzt zum Beispiel da herfahre und mit dir auf den Berg gehe und ich kam ja den Stau, da würde ich mich schon wieder furchtbar aufregen. Das Schwierige war ja eigentlich, was machst du mit so einem Übernachterfolg? Ja. Machst du nur ein Video? Ja, freilich. Aber wie machst du weiter und wie kannst du davon leben und so weiter? Ja. Und dann kam irgendwann 2014, ist dann der Schritt auf die Bühne gekommen. Hat das gleich funktioniert auf der Bühne? Warst du gleich? Oh ja, das weiß ich noch. Also da bin ich hinaus. Mit einem Gefühl, ein Bauchweh gehabt und bin dann hinaus. Ich habe so zittert und dann sind die da alle gestanden und ich habe dann einen Isarpreisen gemacht und bin erst einmal so auf die Bühne mit einem gelben Pullover um die Dinge und ohne Hut und habe dann gesagt, grüß euch und alle abgebrochen. Und ich denke, das kann nicht wahr sein, warum lachen die jetzt über den Scheißsatz? Ja, aber auch die Art, was du sagst, also es ist an der Beschimpfung natürlich zum Teil, also gerade über Isarpreisen, über die Schickis, die Arschlöcher, die bei der Blade Night, da sitzen ja die Arschlöcher drin, aber die klatschen offensichtlich. Ja, die haben die Hexe Freiheit, ich kann dir das nicht sagen. Wie gibt's denn das? Ich habe vor kurzem ein Video über Kitzbühel gemacht. Ja? Du wirst es nicht glauben, mich sprechen jetzt in München Leute an, die sagen, Harry, das ist so geil, dass ich dich treffe. Ich sag's dir, dein Kitzbühel-Video, ich hab sowas von gebrüllt vor Lachen. Ich bin genau der Typ, den du meinst. Haus in Kitzbühel, Porsche, G-Klasse und meine Alte, die ist Friseuse. Ne? Und dann denke ich mir, das wolltest du mir jetzt einfach erzählen, dass du das hast, oder? Und die feiern das ab ohne Ende. Ja, und wer meine zwangsläufig Teil dieser Szene? Nein, diese also, Promi-Szene? Ich muss auch wirklich einmal zur Verteidigung sagen, weil man es immer so abstempelt, Bussi, Schickeria. Ja? Das sind ja auch die Leute, die zu mir herkommen. Das sind ja auch wahnsinnig nette Leute. Ja. Die haben halt ihren Komplex irgendwo. Die brauchen ihr Porsche Cabriolet, die brauchen die fetten Logos da drauf und so. Aber es sind liebe Leute. Wirklich, also total liebe Leute, die sagen, das ist genau wie du das nachmachst, genau so bin ich. Und die sagen zu dir auch, und ich weiß selber nicht warum, aber irgendwie taugt mir das. Und dann denkst du, ja gut, okay, also du bist ein Rimpfig, aber ein liebes Rimpfig. Ja, Mann, das wirklich. Thomas gleich, sagst du? Ja. Oh, aber da kommt nochmal. Ui. Nochmal Schnee. Ja, stört dich der Schnee, oder was? Ja, mich nicht, aber du hast du diese leichten Schuhe da. Den kann ich doch über Schnee gehen, oder? Ich weiß nicht, aber da hast du nasse Hacke. Also die Schuhe sind dann nass. Also meine nicht, weil ich hab so. Ja, soll ich es ausziehen? Ja, mir ist wurscht, ich zieh's aus. Ich darf es ausziehen? Ja gut, dann zieh ich's aus. Weil die werden ja nass. Du, wenn du das sagst, zieh ich's aus. Die sind ja dann total nass. Das ist eine Kneippkur, oder? Das ist eine Kneippkur. Also komm. Schaffst du das? Ja, freilich. Markus. Ja, gerade angenehm ist. Herrlich ist sie. Ah, herrlich.
Aber ich hätte mir ja gleich nackert aus. Hätte ich schon Hunger ein bisschen. Auf jeden Fall. Und dann durch. Durch kann ich auch. Was ist eigentlich, wie du bist ein gebürtiger Regensburger, das bleibt mir ja. Dialekt noch, merkt man das? Ja. Lebst aber seit langer Zeit jetzt in München auch schon. Was ist deine Heimat? Du, also das hat sich ein bisschen gewandelt, weil ich mein, Regensburg war natürlich meine Heimat, der Schliersee war meine Heimat. Ja. Aber mittlerweile hat sich das schon so gewandelt durch Familie, Kind und so weiter, dass natürlich da, wo meine Familie eben ist, die Heimat ist. Egal wo die war. Also ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit ein sehr interessanter Begriff. Heimat, was ist das, wo ist das? Ich glaube, wenn deine Heimat zerstört wird und du findest irgendwo eine neue Heimat, dann ist das deine Heimat und du bist glücklich. Der Schwarzenberg. Das ist der Berg, wo sie an Jesus eingesperrt haben. Schau, dass er keiner hinkommt. Ja, weil er in Sicherheit ist. Das ist seine Heimat. Das ist seine Heimat. Da ist er davon. Da darf man nicht rein. Da darf man nicht rein. Markus. Jetzt hat der Harry G. den Berg bezwungen. Gratuliert. Ja, hey, schön, dass du dabei bist, ehrlich. Jetzt machen wir noch eine gescheite Brotzeit. Das ist das Wichtigste. Jetzt machen wir eine gescheite Brotzeit, oder? Da haben wir was gemeinsam. Das ist erfrischender. Sagen wir es so. Schau mal, welcher Bankerl. Ich hoffe, du hast was zum Trinken dabei. Ich hoffe, ich habe das dabei, was du magst. Die werden wir jetzt gleich sehen. So. Durst und Hunger oder was zuerst? Ich habe Hunger und Durst. Also, Backe du mal die Brezen aus. Ne? Ja, ich habe sogar zwei Bretel dabei. Sehr gut. Stimmt so, gell, dass du. Irgendjemand hat gesagt, am Berg trinkt er nur Wasser, aber magst nicht doch ein halbes Bier? Also, wenn es ganz sportlich ist, trinke ich Wasser, ja, aber in dem Fall trinke ich auf jeden Fall Weißbier. Und weil du ein Weißbier ja nicht aus der Flasche trinken kannst, hast du extra Glasel mitgenommen. Selbstverständlich, Markus, mit dem bayerischen Logo. Ach, herrlich. Das ist der Service. Pass auf. Der Fährschenger. Du kannst schon mal machen, pass auf. Aber spritz mich nicht voll, ich sag's dir. Das hat sich jetzt draufgeschuckelt. Ich mag kein Weißbier. Ich hab ein. Das ist normales dabei. Normales dabei, ja. Du weißt, am Berg treibt das Weißbier mehr. Sag ich mal, ein Weißbier aus der Flasche ist immer noch besser als kein Weißbier. Profi. Ha? Ja, entschuldige, aber das ist Profi. Da hat's Höhenluft. Schau dir das an. Das wird eins mit der Bergkulisse. Unten dunkel, oben weiß. Und wie sagt Harry G., das ist kein Bier, das ist. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Ich hätte gesagt, Grundnahrungsmittel. Es ist Grundnahrungsmittel. Aber wenn es dagegen heißt, schau dir das an. Ja. Wie die Berg selber. Prosit. Ah ja, komm. Was ist da noch drin? Du kriegst von mir. Das hab ich gemacht gestern, ja. Oh. Das hab ich nicht nach. Darf man da anfangen, oder? Du darfst einfach anfangen. Und da ist noch mal ein bisschen Frischkäs. Das ist so ein toskanischer Frischkäs. Gut. Sind's gut? Ja, sehr gut. Ein bisschen viel Salz, oder? Mhm. Sind's nicht zu salzig? Sag mal, einer der legendären Harry G-Nummern aus dem neuen Programm ist die Geschichte mit dem Brunch. Ja. Wo du beschreibst, in München, wenn die Leute zum Brunchen gingen, ihr Wochen ausgebucht. Ich versteh's nicht. Aber du beschreibst es wieder wie einer, der das kennen muss, weil ja, er ja sonst ich war nicht so auch schon oft kann. Beim Brunch. Aber es ist. Was taugt einer denn so am Brunch? Also, ich meine, ein Brunch gibt's, das ist doch auch ein Brunch, oder? Ich meine, das ist eine Brotzeit. Um die Zeit, ja, eben, es ist eine Brotzeit. Aber warum Brunch? Warum? Ich meine, als Mo kam man nie auf die Idee, dass man allein zu einem Brunch geht, oder? Man geht immer, weil es ein Aldi gehen will. Und da trifft man dann immer so ein befreundetes Pärchen. Ja, genau. Verabredet sich. Ja, und ich bin mit dem Pärchen nicht befreundet. Mein Aldi ist mit dem Pärchen befreundet. Gegenteil. Ich habe sogar den Namen vergessen. Und dann hockst du da und musst drehen. Und musst brunchen. Ja, es ist ja so. Also, gibt es da ein Weißbier dann bei dem Brunch? Ich glaube, dass Getränke immer exkludiert sind. Die musst immer extra. Das ist dann link, oder? Bis auf diesen komischen O-Saft, den man hier reinkriegt. Den O-Saft. Weil bei jedem Brunch steht irgendwo so ein O-Saftspender und an dem geht es immer zu, weil jeder Geld sparen will. Und was du bei dem O-Saftspender dann für Trinkglasel haben? 0,1 Glas. Ja, genau. Und du kommst mit einem Brand zum Brunch von gestern, verstehst du? Dann brauchst du 20 von den Dingen. Du kannst gleich stehen bleiben und erst mal was trinken. Seit wann bist du verheiratet? Seit Veronika hast du die Frage. Genau. Also seit. Ist immer gut, wenn man das nicht weiß. Nein, seit Dezember 2015. Okay. Und wie lange kennst du sie? Kenne du meine Frau seit Ende 2013 so. Also okay. Das war. Wo das ganze Leben so ein bisschen genau, umbruch ist. Also wo auch mein Leben. Jahr, gell? Ja, wo es auch wieder normaler geworden ist bei mir. Ja. Und seit da, also da bin ich auch dann mit ihr zusammengekommen und das hat sie dann. Ja, es hat sie eigentlich.
ganz normal oder natürlich aufbaut irgendwie. Ja, und irgendwann hat man dann denkt, hey, zieht man zusammen und dann sind wir zusammengezogen und dann irgendwie ist die Frage nach dem Kind von uns beiden gekommen. Ja. Wollen wir das? Ja, können wir uns vorstellen. Und dann haben wir uns auch noch verlobt und jetzt seid ihr logischerweise geheiratet. Ja, klar. Und ihr habt euch gegenseitig verliebt oder ist einer schon hinter dem anderen hergerinnt, der Zettel? Weißt du nicht mehr, oder magst du mich jetzt fragst, da die wahrscheinlich eine andere Antwort geben als sie, aber das gehört ja dazu. Da frage ich die jetzt. Das ist Katz und Maus am Anfang. Ja, und wer hat da wen springen lassen? Ich weiß nicht. Das, magst du jetzt nicht sagen? Der darf ich nicht sagen. Kann sie lachen über deine Sachen? Ja, das ist ganz schwierig. Also, wenn ich meiner Frau sage, hey, findest du das lustig? Und ich frage dann so, ja, so grobe Video oder irgendein Sketch von der Bühne oder sowas. Ja. Und sie findet es so, und sie schmunzelt. Dann ist es sehr lustig. Wenn sie lacht, dann ist es der Witz deines Lebens. Okay. Aber wenn es schmunzelt, das reicht schon. Das ist dann schon. Oft macht es halt dann so und das ist das Allerschlimmste. Ja, muss man nochmal drüber nachdenken. Und dann weißt du. Und da kann die wirklich sagen, weißt du was? Also. Überlege. Naja. Sag's nicht. Nein, oder sag's. Es ist wirklich so. Da sagt es dann nur, ja, da kann man noch mal drüber nachdenken. Da könnte ich mich aufregen, weil ich sage, ja, ich habe ja schon drüber nachgedacht. Und das ist das Ergebnis. Stunden habe ich drüber nachgedacht, ob das witzig ist. Und dann sagst du, ja, da kann man noch mal drüber nachdenken. Naja. Was macht deine Frau beruflich? Die ist Zahnärztin. Zahnärztin. Und ist die schon wieder nach der Geburt jetzt in? Nein, die, das ist bei Ärzten oder gerade bei Ärzten, die schnippeln, ist das meistens ein bisschen schwierig. Das heißt, sie ist jetzt eigentlich daheim nochmal. Genau. Und ist beim Kind. Aber das ist eh, mein Mann, der Künstler oder so Leute, sind nie daheim. Aber es ist natürlich so, wenn du dann in München spielst oder irgendwo in der Gegend, kannst du. Oder wärst wahrscheinlich auch heimfahren, oder? Nach einem Auftritt? Ich spiele ja in ganz Deutschland, aber das meiste, was ich spiele, ist halt einfach immer noch in Bayern. Da kannst du locker wieder heimfahren. Ja. Also im Gegenteil, es ist mittlerweile so, dass man sogar eine Nachterholung bei einem Auftritt, der nicht so weit entfernt ist, einmal im Hotel bleibt, weil man sagt, okay, das geht nicht so früh da. Ja, da gehe ich einfach um 11 ins Bett, stehe um 7 wieder auf und bin um 8 daheim. Ferdinand heißt er, gell? Genau. Schlaft der schon lang oder kommt er auch noch nachts daher? Nein, der schlaft wenig. Schlaft durch? Also der, nein, wenig. Wenig? Also der ist sehr, schon aktiv noch. Also er ist sowohl tagsüber als auch nachts aktiv, ja, der Grippe. Der Grippe. Aber du sagst es mit einem Lächeln? Ja, ja klar. Ich meine, das ist ja. Du kannst ja nichts von ihm verlangen. Es ist halt einfach nur zu klar. Aber manchmal kannst du schon sagen, jetzt schlaf. Schlaf, du Grippe. Kannst du mit ihm auch kränteln? Ja, schon. Aber also das ist ja ganz interessant, weil der Bub, wenn er dann einen Papa auf Videos sieht oder im Fernsehen sieht oder so, das ist, das ist ganz komisch. Da sieht er einen Papa und denkt sich, ja, der ist böse. Und dann hat ein Papa da eben auf dem Bildschirm gesehen und schimpfen gesehen. Und dann ist er zu mir hergekommen, auf der Couch, wo ich neben ihm gesessen bin, und hat dann so gemacht. Nein, weil er denkt, ich bin ganz böse. Aber das wird er hoffentlich schon begreifen, dass ich das mehr oder minder beruflich mache. Gut. Hast du mal dabei gehabt auch schon? Auf der Bühne? Ja, der ist einmal, das war, das war ein lustiger Moment. Der war einmal im Tollwut dabei. Mhm. Das war seine erste Bühnenerfahrung, da hat er aber gar nichts gecheckt. Und einmal haben wir im Zirkus Krone auf die Bühne gestellt und haben seine Musik eingespielt. Also natürlich vorher? Nicht. Vorher, ja, genau. Soundcheck. Genau, und dann, das war grün, grün, grün. Sind alle meine Kleider und dann hat der Lichtmann auch noch alles in grün runtergefahren und er ist allein auf der Riesenbühne gestanden. Kerl. Und hat dann auch so gemacht. Ist der musikalisch? Ja, ja, total. Ja, total. Was fährt der ab? Also, mein Bub, es glaubt man nicht, aber er steht total auf Zittermusik. Ja, weil mein Schwiegervater, der macht immer mit der Gitarre und mit seinem Späsel. Die machen immer so Stubenmusik. Genau, so. Gitarren und Zittermusik machen die. Und da hat er halt seine Lieblingslieder. Und wenn ich sage, du zum Opa Lala hören, dreht er durch. Dreht er durch. Ja, und dann sitzt er drüben aber auch so und schaut wirklich zwei Stunden oder eine Stunde zu, wie die Musik spielen. Wow. Und dann macht, manchmal macht er so Bewegungen. Machst du dich ein bisschen milder, der nicht so grantig? Also kann ein Vater, der so strahlt, grantig sein? Ich sage mal so, ein Kind kann er natürlich noch grantiger machen ab und zu, aber in der Regel heitern Kinder noch nicht mehr auf. Ja, verändert aber auch alles, oder? Ja, total, anders klar. Leben. Das ist eine ganz andere Verantwortung. Aber das ist ja schön. Ich meine, das ist ja irgendwo, das ist ja eine Lebensaufgabe dann einfach. Vielleicht der Sinn des Lebens, weiß ich nicht, dass man sich einfach darum kümmert. Du, als Einzelkind wissen das? Mehr hast du eigentlich eine große Familie? Oder? Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass ich jetzt mehr Kinder habe, weil ich eben sage, gut, ich habe keine Geschwister gehabt, aber ich weiß auch nicht, wie es mit Geschwistern ist. Also ich kann das nicht beurteilen. Das ist ja, ich habe das nie erlebt. Also ich war hast du halt vermisst als Kind? Hättest du das oft gewünscht? Eigentlich ja. Heutzutage ist mir eigentlich wurscht, weil ich habe es nie erlebt und mir war das halt. Haben sie richtig geschaut, hat es da offensichtlich nicht. Nein. Pass auf, magst du noch ein bisschen was?
Pass auf. Magst du sowas? Ja, nimm mich. Mit dir geh ich jetzt öfter am Berg. Mini-Salami, wa? Für alles gesorgt. Für alles gesorgt. Ist aber nicht der immer wichtig, dass man am Berg eine gute Brotzeit dabei hat, ne? Ja. Ja. Wir sind da auf alles vorbereitet, ne? Da nimmt der Werner immer das Weißbier mit, Gläser, eine schöne Flütwurst, ne? Das ist toll. Wie nennst du das bitte? Eine Flüt. Das ist eine Flütwurst? Ja, oder so heißt doch das. Das heißt doch nicht Flütwurst, das ist eine Flütwurst. Naja. Eine Mini-Salami. Ja, Flüt, weil diese kleinen Flöte, ne? Die kleine Flöte? Ja. Apropos, in deinem neuen Programm geht es ganz viel um Ernährung und es geht ganz viel um Fitness. Ja. Joggerreiz oder dieses Crossfit-Zeug. Oder ich weiß, was Crossfit ist. Crossfit ist eine Trainingsmethode und da sind so mehrere Stationen hintereinander aufgebaut und an denen trainierst du rein. Jetzt sagst du, Zirkeltraining. Zirkeltraining, genau. Zirkeltraining, früher 10 Mark im Jahr im Turnverein, heute Crossfit 100 Euro im Monat im Fitnessstudio. Ja, so einfach ist das. Und das ist halt auch wieder was Neues. Ja? Da kann man sich, das ist, für mich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ab wann ist eine Sportart, ab wann etabliert sie die in der Gesellschaft? Die etabliert sich dann, wenn es dazu auch einen Fashion, einen Modetrend gibt. Mhm. Und da geht es nicht um den Sport, da geht es nur um Styling. Das ist Yoga, Joggen, egal was du machst, beim Crossfit, das ist genau das Gleiche. Aber die jubeln dir zu. Also, du weißt ja im Publikum, wenn du im Krone sind es 2000 Leute, wenn das voll ist. Die gingen alle da hier, oder fast alle, oder jeder joggt doch. Also dann fragst du im Publikum, wer joggt von euch? Aber ich meine, klar, ich glaube, das will ja der Mensch auch, dass er einfach angesprochen wird, einen Spiegel vorgehalten bekommt und sagt, schau her, so blöd bist. Ich habe einmal zu einer gesagt, weil sie gesagt hat, ja, das macht mir Spaß und außerdem kann ich da frei werden. Genau, also frei werden. Denken. Dann habe ich gesagt, das ist ein vollkommener Unsinn, du joggst, weil du gestern 3 Stückel Kuchen zu viel gefressen hast. Ja, und genau aus dem Grund. Das ist unverschämt. Ja, aber genau aus dem Grund joggt doch jede zweite, dritte Frau, weil sie schlechte Gewissen hat. Ja, aber du sagst, das hat vor 2000 Leuten auf der Bühne, Alter. Die sitzt da. Obwohl, die hat gelacht. Die aber das wissen doch die anderen auch. Weißt du, was die Frauen neben ihr denken? Die denken sie. Ja, genau. Aus dem Grund jogge ich auch. Kann das dein Erfolgsrezept sein, dass eigentlich alle dasselbe denken und keiner traut sich, das so sagen? Jedenfalls nicht so straight und so hammerartig. Also, ich glaube, das Erfolgsrezept ist, wenn ich es überhaupt greifen kann, dann ist das so das Wort ertappt. Jawohl. Genauso bin ich, genauso ist sie und die zwei da vorne auch noch. Mhm. Und genauso ist bei den Männern irgendwie Isar Preissen, Porsche etc. Die sagen alle, ja, ertappt, genauso ist. Genauso bin ich, genauso sind meine Freunde und du sagst das. Markus, es gibt ein paar Themen, die dann eine ganz andere Kategorie sind, wo du genauso herziehst. Und wo du sehr, sehr klischeehaft teilweise ja arbeitsbewusst. Also die Ossis sind meistens irgendwie in der Nähe von den Nazis. Und die Franken muss man nicht danken, weil die sind eigentlich überflüssig. Auch das Thema Frauen, das du sehr knackig angehst. Auch das Thema Mama, was ich nicht einmal bei deiner Mama halt macht. Das sind natürlich so Haut-drauf-Geschichten, wo man denkt, oh, das ist ja sehr pauschal. Also jetzt ist ja irgendwie. Ist das, weil du ganz bewusst also einen Massenhumor haben willst? Mir ist das Massenthema gar nicht so wichtig. Ich bediene nur im Publikum natürlich ein Haufen Leute. Ja. Und das mit Themen, die ich selber erlebt habe. Mit Themen, die selber vor meinen Augen passieren, die selber in meiner Familie, sei es jetzt meine Mama, passieren. Genau. Und leider Gottes sind es halt Massenthemen. Aber wahrscheinlich funktionieren es deshalb auch so gut, weil es jeder nachvollziehen kann. Und wie das Wort Masse schon sagt, das sind halt Themen, die kann jeder nachvollziehen. Aber du brichst und das sehr, sehr grob runter. Ja gut, ich meine manchmal, der Kabarettist oder der Humorist ist ja dafür da, dass er manchmal übertreibt und vielleicht die ein oder andere Pointe bringt, die ein bisschen gewagt ist. Du bist 38, wärst heuer, glaube ich, noch 39. Mhm. Also ein älterer Herr für einen YouTuber, aber viel zu jung für einen gesetzten Kabarettist. Bist du ein Junger oder ein Alter? Also ich bin tatsächlich durch meinen Job und durch alles, glaube ich, verhältnismäßig jung im Kopf noch. Wirkst du? Also ich bin ja ehrlich gesagt manchmal eher Richtung 16 als 60. Ja. Also weil manche werden auch gescheit sesshaft und Ding und da hat man das Gefühl, die sind jetzt um 20 Jahre gealtert. Für mich ist das auch wahnsinnig inspirierend, Teenager zum Singen, ja, wenn die da an der Bushaltestelle umeinander hängen, wie sie die Ozean, was die für einen Slang haben, wie die miteinander reden. Du fährst manchmal im Bus und tatsächlich, die leiten nicht mehr die Handys, sondern die gehen immer so unvermittelt hier und du stehst so im Bus und neben dir dann so, Alter, Digger, ja Mann, ja, steh im Bus, Alter, ja, bin gleich da. Mann, wo seid ihr, Schwanthaler? Ja, ja, bin Therese, ja, komm, Schwanthaler. Weißt, das ist halt immer so. Aber die hören die auch? Ja, klar. Für die bist du ein Held. Ja, für die vielleicht nimmer. Also da sind amerikanische Rapper wahrscheinlich eher die Helden. Aber tatsächlich durch YouTube und durch die Bühne gelingt es natürlich, so ein relativ großes Generationenpublikum zusammenzuführen. Markus, jetzt sitzen wir da. Und es ist wirklich stark, gell? Kaum Leid.
Gibt es Stille eigentlich in deinem Leben sonst noch? Familienvater? So ein Rummel um deine Person, gerade wie es wahnsinnig ist eigentlich. Kommst du nur zum Start sein? Du, geh auf den Berg und es ist Start. Machst du auch so? Es ist so. Das ist einfach der Berg. Für mich ist das immer wieder so, wenn ich auf dem Gipfel oben sitze und runter schaue, dann denkst du, wie klar ist eigentlich die Welt. Ja. Und da bist du einfach allein. Es klingt jetzt blöd, aber du bist da irgendwie eins mit der Welt. Weil du sitzt da oben, schaust runter und denkst, ja, da ist München, da ist Rosenheim, dahinter ist das. Das ist alles, plötzlich kommt da alles so klar vor. Und dann merkst du erst einmal, wie unwichtig du vielleicht da bist. Und dann wird es auch still. Du wirkst dermaßen entspannt. Das heißt, der Erfolg stresst dich nicht wirklich, oder? Naja, also ich habe schon immer wieder Phasen, wo ich einfach wahnsinnig gestresst bin von dem Termindruck und so. Und da wirklich sage, jetzt ist schon wieder das und das und das. Aber im Grunde genommen, man muss einfach schauen, dass man sich selber immer wieder Auszeit nimmt, immer wieder Freizeit kriegt. Und bei mir ist es so, das war bei mir in der Arbeit damals eben so, wie ich Angestellter war damals. Da war es immer so, ich habe mich immer in meine Freizeit betrogen gefühlt. Ich habe immer gedacht, ja, jetzt ist draußen so warm, jetzt kann ich mal hinausgehen an den See, jetzt am Mittag. Um 6 Uhr, wenn ich dann fertig bin, ist wieder vorbei und bin wieder nicht dazugekommen. Und meine Arbeit kann ich doch auch irgendwann anders machen. Also, und dieses freie Einteilen, das muss man einfach nutzen, weil das ist das für mich das Schönste, was es gibt. Eigentlich wahnsinnig, wenn du zurückschaust, ein Riesenglück gehabt, oder? Tatsächlich. Bist du dankbar oder demütig? Ja, manche sagen immer, du hast eine wahnsinnige Karriere gehabt und Erfolg und wie schnell das und toll das gegangen ist. Aber du sagst das gerade richtig. Ich habe einfach nur ein wahnsinniges Glück gehabt. Hast du eigentlich Angst, dass das mal abebbt, dass dann irgendwann dieser HRG stirbt? Das in dem Bewusstsein der Menschen, weil es einfach sie wiederholt oder sonst irgendwas oder nimmer. Genauso wie es kommt, kann es gehen. Also das ist für einen Künstler natürlich immer erstens die größte Angst und zweitens ist das eine Angst, die ich ständig habe. Natürlich, ich weiß genau, ja, das kann jetzt wieder aufhören und dann ist das Ganze vorbei. Aber darum versuche ich also möglichst viel aus der Welle jetzt rauszuziehen. Ja. Weil ich einfach sage, okay, wenn das jetzt in 5 Jahren nicht mehr läuft, dann war es schön und dann sagen Leute vielleicht nur zu dir, hey, du warst der Harry G. Ja. Und so und vielleicht spielt man dann auch irgendwann Glärner. Das ist auch in Ordnung, aber jetzt, wo es läuft, möchte ich einfach irgendwie auch die Leute mitnehmen. Nein, nicht nur die Leute mitnehmen, sondern ich möchte ihnen einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und sagen, wenn dir das deinen Tag schöner macht oder so, dann mach ich das gern. Du sagst am Schluss was fast Nachdenkliches im Programm, ohne dass es dann aufhört, lustig zu sein. Aber du sagst, wisst ihr, was das Verrückte ist? Weil ich sage, die Lösung ist eigentlich das Alter, wo es wurscht ist. Ich glaube, es wird so sein. Es ist so. Ich wäre jetzt 39. Ja. Und das ist einfach ein Alter, da bist du noch dabei. Mittendrin. Da spielt das Digitale nur eine Rolle, Social Media nur eine Rolle. Dann spielt irgendwie, da spielt der ganze Lebenssituation, Sport etc. Das spielt alles noch so eine wahnsinnige Rolle. Und ich glaube, irgendwann ist das Alter erreicht, wo man sagt, weißt du was, jetzt habe ich Wampen. Ja. Mit dem Handy kenne ich mich nicht mehr aus oder mit der neuen Technologie. Und mir wisst ihr was? Gut. Das ist mir scheiß wurscht. Aber bis dahin hast du ein paar Jahre. Was macht dich heute glücklich, in der Zeit, wo du jetzt bist? Also das, was mich unglaublich glücklich macht, ist einfach, wenn du in die Augen von deinem Kind schaust und es geht ihm gut und er kann das Gleiche erleben, wie es du als Kind erlebt hast. Ja. Und vielleicht erlebt das sogar noch ein bisschen besser. Aha. Weißt das ja nicht. Ich weiß das nicht. Und es ist einfach, das ist das Schönste, was es gibt. Und die Natur genießen. Ich bin ein unglaublicher Naturmensch. Ja, ich fahre gerne Radl, ich gehe über den Berg. Und das irgendwann einmal mit deinem Buben zu machen, weißt du, und einfach so, einfach das Aufsaugen, was da draußen ist, das Schöne, das ist das Beste, was es gibt für mich. Du, dann wünsche ich dir, dass du es noch ganz oft machen kannst. Also ich habe das heute sehr aufgesaugt. Das war ganz ein schöner Tag. Dass du dabei warst, hat mich gefreut. Freut mich auf dich, Markus.